herzlich willkommen zu The Quarry, einem Spiel, das auf Quicktime-Events und Story setzt. Es ist im Jahr 2022 erschienen und funktioniert nach dem Konzept, dass wir mit verschiedenen Personen in dieses Spiel reingehen, sie steuern werden, Entscheidungen treffen werden. Und nun ja, an diesen Entscheidungen wird sich dann entscheiden, ob diese Person jetzt überleben oder nicht. Insgesamt ist das Ganze hier auch in ein Horror-Setting eingebaut, so Teenager-Horror. Ich glaube aber nicht sonderlich stark, hoffe ich zumindest. Auch ist ja sonst nicht so meins, aber das Spiel hat mich irgendwie angesprochen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir es schaffen, Leute durchzubringen. Alle mit Sicherheit nicht. Aber so zwei, ja, vielleicht ganz nett. Wir starten ein neues Spiel und ich bin gespannt, was uns hier erwartet, denn wirklich viel weiß ich hier auch nicht drüber. Sonst ist Juni Laura. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist lost. Das ist diskutabel. Sicher Sippen 1, Quicktime Events. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf! Denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Ja, Hase, nicht schlecht. Danke. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde.
Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei. Flyer nehmen oder Karte nehmen? Wir nehmen die Karte. Wir müssen erfahren. Ah, voilà. Was ist das? Ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Ah. Mitfahrer gehabt. Ja, da geht's wohl erstmal nicht mehr weiter. Alles okay? Ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Laura, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, okay. Okay, beweg dich mit WASD. Komische Kamera. Okay, wir sollen ja von hinten das Werkzeug holen. Dann gehen wir da mal hin. Okay, Zack. Na, ich will da hinten gucken. So. Rumschnüffeln. Klar. Abgelehnt. Er darf nicht zur Landesuniversität. Das ist hart. Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heizgeräts vor. Überall ist besser als hier. So, wo war denn jetzt hier das Atmen? Hinter dem Baum? Oder kann ich aber gar nicht groß lang laufen? Da haben wir noch was. Genau, da war die es doch. Ah, da haben wir sie doch. Ist die vorne im Auto saß? Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Ich schätze sie schon sehr trotzig ein. Was? Du bestimmst nicht über mich. Ich will nur nicht, dass du allein weggehst. Sag mal! So war das nicht gemeint. Ja, das will ich hoffen. Schatz, ich muss mich wirklich konzentrieren hier. Hey, ja.
Max ist frustriert, verständlich. Ich denke, jemand ist da unten, okay? Was ist? Vielleicht ein Verletzter. Ich muss mir das ansehen. Andererseits gehen wir jetzt alleine los. Das ist vielleicht auch nicht Beste. Eine Errungenschaft dafür, die erste Person schon nach 30 Sekunden, nee, nach 10 Minuten zu verlieren. Ach je. Irgendwo runtergerutscht, oder wie? Ist eine super Idee, nachts alleine durch den dunklen Wald zu laufen. Bei Regen. Ich kann die Kamera auch kaum bewegen, ne? Also man ist hier schon sehr eingeschränkt, was das angeht. Um Skarum. Ach, um Skarum-Plakat. Prolog Wald. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Er scheint schon eine Weile hier zu sein und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Okay, aber angucken können wir uns das jetzt ja auch nicht. Alles klar. Also nicht in der Art angucken, dass wir es drehen können oder so, um irgendwelche versteckten Hinweise zu finden, wie wir das ja sonst auch in solchen Spielen oft haben. Ist mal ganz angenehm, das nicht machen zu müssen. Ist hier schon eine Weggabelung? Finden wir das Krokodil? Wieder eine. Die eiert hier rum. Silas. Tja, aber ansonsten haben wir jetzt hier auch nichts Spannendes. Obwohl, wir sind dann gleich bestimmt an der Straße. Und der Panikmodus geht los. Da kommt schon wieder die Quicktime-Events. Ja. Max? Hey, hey, was schreist du so? Was? Oh mein Gott. Was zur Hölle war das? Ein Rabe? Auto. Schnell. Ich weiß nicht, ich weiß los, nicht. Max. Okay. Nein, aber was gehört? Lass uns verschwinden. Komm schon. Komm schon! Oh Gott, ich denke, du hast ihn gecheckt. Das habe ich und es lief alles.
Hase, ich weiß, du bist nervös, aber komm wieder runter, okay? Ich bin nicht nervös, Max. Ich bin am Ausrasten. Ist bestimmt nur irgendein Tier gewesen. Nein, es war kein Tier. Du hast es nicht gesehen. Es war eine Frau. Das bringt nichts. Hörst du? Gut. Wer sagt's denn? Alles gut. Siehst du? Bring uns einfach weg von hier. Du verarschst mich. Gut, das war zu erwarten. Ich bin dran. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße, Mike! Oh, fuck. Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Ja, Wir sind ehrlich. Macht ja keinen Sinn, jetzt hier zu lügen. Irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Naja, gut, wir konnten ja nicht erkennen, was es war. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Der Kopf wirkt beunruhigt. Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Immerhin holt er uns raus. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Na, ist doch klar. Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Aber warum? Das würde mich jetzt schon interessieren, warum nicht? Andererseits? Nee, ich will wissen, warum. Bei allem Respekt, Sir. Wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh, was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Ma'am, ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Oh, okay. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Ach ja, erstmal schön den Kopf hier nerven. Aber er hätte uns auch was sagen können, warum nicht. Okay.
So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Clever von ihm. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Der hat doch bestimmt einen Deal mit dem Hotel. Wieso sitzt der Kerl noch da? Ich glaube, sie ist ja doch eher erleichtert. Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... war es Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Cop, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Also, ja, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist... diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Mams. Okay, es endet hier. Hackett's Quarry Summer Camp seit 1953. 0 Uhr 26. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier Max, raus. Können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Alles klar. Und was das Ganze hier mit dem Sommercamp auf sich hat, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.